schlägt sich, Pack verträgt sich. Erster Ermittlungsschritt, ja? Kann man so sagen. Hallo Jan. Hallo miteinander. Nichts appetitlicher. Das ist der Tatort. Der Fundort. Er hat sich noch von seiner Wohnung da oben die Treppe runtergeschleppt. Die Wolter meinte... Frau Professor Wolter. Frau Professor Dr. Lisa Wolter meinte... Was wollte ich sagen? Ach so, dass es eigentlich an ein Wunder grenzt, dass er nochmal hochgekommen ist. Seine Schädeldecke ist komplett zertrümmert. Hat er einen Namen? Matthias Gerber. Matthias Gerber? Ja. Und die Zeugin? Martha Reichler. Ja. Der zweite Ermittlungsschritt. Hallo. Bitte. Wann haben Sie Herrn Gerber das letzte Mal gesehen? Um 19.30 Uhr. In Begleitung dieser, ich weiß nicht, wie die Dame heißt, sie hat sich mir nicht vorgestellt, worauf ich auch verzichten kann. Sie sind beide an mir vorbei ins Haus, unflätig streitend, und haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Manieren sind das... Worum ging es denn in diesem Streit? Mein Interesse an den Lebensumständen dieses Herrn Gerber geht gegen Null. Ist Ihnen nicht vielleicht doch irgendetwas erinnerlich? Ein Name? Ein Wort? Nur wüste Beschimpfungen. Naja, ich werde das nicht in den Mund nehmen, wie er sie tituliert hat. Aber es ging darum, dass sie ihm alles versaut habe und sie hat ihm unterstellt, ein Verhältnis zu haben. Hat sie das so gesagt? Die Wortwahl bewegte sich mehr im Genitalbereich. Was da passiert ist, ist tragisch, aber so jemand gehört einfach nicht hierher. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein. Meinen Sie mit so jemand, Herr Gerber? Was da passiert ist, ist schrecklich, aber ändert nichts an meiner Meinung. Neureicher Plebs ohne Kultur und Manieren. Außen hui und innen pfui. Denn noch etwas erinnerlich. Ich wusste gar nicht, dass du so gepflegt, mich auszudrücken, imstande bist. Verstehe. Fast wie bei mir zu Hause. Jan? Bei der Arbeit. Gerber hat hier bei der Tür gestanden. Also der erste Schlag drauf.
Von hinten? Ja. Einbruchspuren? Nein. Also hat er den Täter reingelassen? Ja, er ist dann, wie man sieht, nach vorne gefallen. Und dort hat der Täter noch ein paar Mal richtig zugeschlagen. Da Waffe? Ja, Friedrich Wolf, Kunst ist Waffe. Alles abgewischt. Keine Chance auf Fingerabdrücke. Schwierig, aber nicht unmöglich. Hm. Was steht denn da drauf? Bester Broker 2007. Bankhaus Schörting und Co. Dramatisches Ende einer gescheiterten Kundenberatung. Ja, ja. Ist das hier schon freigegeben? Ja. Eine Nachricht von Annette Günther, 18:22. Vor 4 Stunden. Oh Mann, jetzt geh mal ran, du Arsch. Ich weiß, dass du da bist. Ich hol nachher meine Sachen und dann kannst du mich mal. Und das klingt nach dem Ende einer dramatischen Beziehung. Baujahr 71, Kennzeichen habt ihr ja. Farbe ist Silber. Rauchsilber. Was? Ja, vielleicht hat er einfach den Wagen vom Haus gepackt. Sieh doch mal nach. Auch in den Seitenstraßen, ja. Danke. Gerbers Auto. In der Garage ist der Wagen nicht. 5,3 Liter V12 Motor, 275 PS. Gerber ist zu beneiden. War zu beneiden. Wieso bekommt er einen Kaffee und ich nicht? Weil er mich nett gebeten hat. Komm ich bitte auch einen Kaffee? Ich weiß, wo er steht. Danke. Habt ihr das Auto? Nee. Gibt's was Neues von Annette Günther? Flughafen, Bahnhof, das ist bislang alles Fehlanzeige. Wir prüfen jetzt mal die Freunde und die Familie. Vielleicht hat sich ja Annette Günther den Wagen genommen, auch wenn sie eine Frau ist. Aber bei dem PS unter der Haube könnte sie längst in Bella Italia oder sonst wo sein. Unser Kriminaldirektor möchte übrigens, dass du mit mir ins Bankhaus Schörting fährst. Ja, du. Wieso Anna? Er hatte Bedenken wegen deiner Umgangsformen in der Atmosphäre einer renommierten Privatbank. Komm. Was grinst du so? Ach, über Joe, ob der wohl noch mal jemals erwachsen wird. Na, hoffentlich nie. Ich frag mich, ob der nicht irgendwann mit seinem Hausboot noch mal sang- und klanglos untergeht, wenn ihm keiner das Steuer rumreißt, keiner Kaffee serviert, keiner ihm ordentlich das Wasser reicht. Nee, 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 so schlimm sieht das da gar nicht aus. Nach ihm! Aufgrund der vorliegenden Zahlen bin ich der Meinung, dass wir uns im globalen Markt neu positionieren müssen. Die Märkte in China und Indien zeigen uns, wo in Zukunft der Weg ist. Auch unsere Einsparmaßnahmen müssen wir verstärken. Die Polizei ist da. Wir können nicht länger warten. Die Zahlen sprechen für sich. Unsere Gewinne sind rückläufig. Meine Damen und Herren, darf ich Sie ganz herzlich bitten, uns eine Stunde Pause zu geben. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag. Hans-Ulrich Schörting. Seifert. Hans-Ulrich Schörting, guten Tag. Anna Badosi. In welcher Angelegenheit kann ich Ihnen behilflich sein? Es geht um einen Ihrer Angestellten, Matthias Gerber. In welchem Zusammenhang bitte? In Zusammenhang mit einer Ermittlung. Aha. Gute. Sie bitte einmal die Personalunterlagen von Herrn Gerber holen würden. Selbstverständlich, Herr Dr. Schörting. Ich bedanke mich. Aber Herr Gerber ist nicht mehr bei uns beschäftigt. Ach. Seit wann? Seit ungefähr 4 Wochen. Aus welchem Grund, wenn ich fragen darf? Herr Gerber war ein genialer Broker. Sehr kenntnisreich, sehr ideenreich, mit viel Gefühl für die Schwingungen des Marktes. Aber unser Haus ist sehr wertkonservativ. Und vielleicht war ihm das zu wenig Herausforderung. Aber Reisende soll man nicht aufhalten. Was waren denn seine Aufgaben? Er betreute Kundenportfolios als Anlageberater. Liane Schörting. Selbstverständlich können wir Ihnen da keine näheren Auskünfte geben. Denn Diskretion ist nun mal eine unserer Kardinaltugenden. Die Ermittlung betrifft einen Mordfall. Herr Gerber ist tot. Tot? Oh Gott, was?
Was ist, wie ist das passiert? Er wurde erschlagen. Was war denn Ihr persönliches Verhältnis zu Herrn Gerber? Wir haben Herrn Gerber sehr geschätzt. Er war ein großartiger Banker und wir waren sehr traurig, dass er uns verlassen hat. Ja. Wir waren gute Kollegen. Wir hatten kein Verhältnis, falls Sie das glauben. Ich liebe meinen Mann, auch wenn er etwas älter ist. Aber Sie haben sich mit Herrn Gerber schon auch mal über Privates unterhalten. Selten und über nichts Problematisches. Er war ein ich kam, sah und siegte Typ. Das meine ich absolut positiv. Haben Sie auch seine Freundin gekannt? Ich habe sie ein paar Mal gesehen. Sie machten beide einen glücklichen Eindruck. Eine Eigentumswohnung am Killesberg, ein Nobel-Oldtimer. Konnte Herr Gerber sich das von seinen Bezügen leisten? Fixum, Prämien, Provision. Selbstverständlich. Bitte sehr. Die Personalakte von Herrn Gerber. Danke. Bitte. Hast du schon was? Er rödelt. Der linke Abdruck ist nicht registriert. Ui. Michael Donat, komischer Name. 48, Vorstrafen. Ist ein alter Bekannter. Hehlerei, Steuerhinterziehung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Das volle Programm. Mike, Dollar, Donat. Und wie kommt Gerber an so einen Typen ran? Das freue ich mich auch. Oder besser noch, das fragen wir selbst. Komm. Das ist mal eine echt noble Geschäftsadresse hier. Hey, nichts gegen die Gegend. Da drüben wohne ich. Sieh mal besser deine Dienstwarte. Bei den Vorstrafen, die der Typ hat, hat er absolut nichts zu verlieren, wenn er was mit Gerbers Tod zu tun hat. Wo ist die Waffe? Mike, Kundschaft vom Polizeipräsidium. Ich sehe erst deine leeren Hände und dann deine beschissene Hackfresse. Mike! Okay, ich zähle bis drei. Dann ist es Widerstand gegen eine Polizeimaßnahme. Und deine Bewährung ist futsch. Kann ich mir vielleicht noch den Hintern abwischen und die Hosen hochziehen? Mann! Das Geschäft kann man hier in Ruhe machen. Ich muss die Waffe weg. Du kennst die Regeln. Hola. Okay. Nur zu meiner persönlichen Sicherheit. Wenn du dich sicher fühlen willst, such dir zur Abwechslung mal ein legales Geschäft. Das ist eine Autopfandleihe. Ich stehe sogar im Handelsregister. Momentan stehst du ganz oben auf unserer Verdächtigenliste. Was hattest du in Matthias Gerbers Wohnung zu suchen? Das ist ja wohl nicht wahr. Der hetzt mir die Bullen am Hals. Das war ein scheiß legales Geschäft. Verstehst du? Legal. Mit Vertrag. Dafür lasse ich mich nicht anpissen. Was für ein scheiß legales Geschäft war denn das? Na, was wohl. Er hat sich Kohle von mir gepumpt. Ausgerechnet von dir. Ich bin eben eine gute Adresse, wenn am Wasser bis zum Hals steht. Schick doch die kleine Schwuchtel da rein.
Alles auf dem Schreibtisch. Vertrag, Papiere, Autoschlüssel. Da meinte ich. Wie viel war das denn? 20.000. Mach mal die Hose hoch. Irgendwann mal kommen sie alle zu mir, wenn sie klamm sind. Alles da. Okay. Wo ist der Wagen? Es gibt ein Nachspiel. Bestimmt. Auf dem Präsidium kannst du uns ja dann erklären, wie deine Fingerabdrücke auf die Tatwaffe gekommen sind. Tatwaffe? Matthias Gerber ist tot. Also, multiple Verletzungen durch Schläge gegen den Schädel. Drei unterschiedliche sich überlagernde Zonen. Ein Schlag gegen den Hinterkopf, direkt über dem Ohr. Nicht besonders heftig, aber immerhin genug, um jemanden außer Gefecht zu setzen. Die Tatwaffe? Eine Skulptur, circa 40 cm hoch. Mit rauer Oberfläche? Ja. Das erklärt die ausgefransten Wundränder im Weichteilbereich. Der Täter hat noch mehrmals zugeschlagen, dreimal mit enormer Kraft. Sehen Sie hier, diese sich überlagernden Bruchkanten. Der erste dieser Schläge war bereits tödlich. Wahrscheinlich eine extrem starke Affekthandlung. Das ist sehr wahrscheinlich. Es gibt aber noch eine Verletzung. Sehen Sie hier? Der Zeigefinger ist gebrochen. Eine Abwehrverletzung? Ausgeschlossen. Das ist ein Bruch durch eine gewaltsame Drehung. Ich würde sagen, jemand hat ihm den Zeigefinger absichtlich gebrochen. Die hatte ich in der Hand, als ich bei ihm in der Wohnung war und das Geld gebracht habe. Ich dachte, die ist irgendwie echt und was wert. Ach so. Ich dachte schon, du erzählst mir, du bist jetzt Kunstliebhaber. Ob das eine Tussi? Man hätte Günther. Keine Ahnung. Die sprang da in fast nichts rum. Gehörte also zum Haushalt. Die hat mir die Schlüssel und die Papiere für den Wagen gegeben. Freiwillig. Sie hat dir die Sachen gegeben. Und Gerber? Sie war nicht da, oder hat sich im Schrank versteckt? Was weiß ich? Ja, und das soll ich dir glauben? Tu es oder lass es. Wann hast du ihm denn den Finger gebrochen? Wenn er gar nicht da war? Das war gestern. Da war er bei mir im Büro, hat sich die Schlüssel geschnappt. Wollte zu seinem Wagen. Ich habe nur mein Eigentum verteidigt. So sieht's aus. Und was ist jetzt? Bis wir das geprüft haben? Mittagessen. In der Arrestzelle. Eben hat Gerber noch einen hochbezahlten Job bei einer Privatbank und zack ist er so pleite, dass er sich in der grausen Grauzone Geld leihen muss? Dem muss der Arsch auf Grundeis gegangen sein. 20.000. Der Wagen ist locker das Vierfache wert. Wäre nicht der erste Banker, der sich verspekuliert hat. Wie weit ist Rico denn eigentlich mit der Auswertung von Gerbers Laptop? Da finden wir doch sicher was über seine finanzielle Lage. Die haben Annette Günther am Flughafen festgenommen. In einer halben Stunde ist sie hier. Hey, Rico Rocker. Na, hast du was über Gerbers Finanzen gefunden? Seine privaten Kontoauszüge kommen gerade raus. Nur Ausgaben, null Einnahmen. Rückstände bei der Raten für seine Wohnung, Rückstände bei der Kreditkarte. Gerber war blanker als blank. Ja, und was suchst du noch? Hier ist eine ganz merkwürdige Datei. Es sind eigentlich nur Fotos drin, aber für Fotos ist die Datenmenge einfach viel zu groß. Das heißt? Das heißt, dass die Datei irgendwie verschlüsselt worden ist. Aber du kriegst sie entschlüsselt. Auf legalem Weg kaum. Ich war nicht da. Eine alte Frau lange verstricken. Ein Strickkleid? Friedemann, das ist das kleine Schwarze. Jetzt sind sie schon hingeschrieben. Also,
Ein Cocktailkleid schwarz. Hübsche Schmuckschatulle für eine einfache Kosmetikerin? Das ist keine Schatulle. Kosmetiktasche mit diversem Schmuck. Hey, das gehört einzeln aufgelistet, damit sich keiner ein Schmuckstück unter Nagel reißen kann. Okay. Zwei Flugtickets für die Malediven. Hotel Crown Resort. 5 Sterne All-Inclusive für 2 Personen. Damit könntest du deine Frau mal richtig beeindrucken. Ah, ah. Gardasee Halbpension. Das macht was her. Alles andere ist verbranntes Geld. Hey, die Tickets! Matthias ist tot. Und wann ist das passiert? Irgendwann, nachdem Sie gegen 19.30 Uhr mit Matthias Gerber seine Wohnung betreten haben. Ich habe bloß meine Sachen geholt. Auch diesen Schmuck im Wert von 15.000 Euro? Das waren alles Geschenke. Laut Zeugenaussage hatten Sie einen heftigen Streit. Ja? Was ist mit Ihrem Auge passiert? Man kann ja nicht bei einem Mann bleiben, der 1 Meter Faust mir ins Gesicht schlägt. Herr Gerber hat Sie geschlagen. Und was haben Sie gemacht? Schluss habe ich gemacht. Worum ging es in dem Streit? Matthias ist in den letzten Wochen ständig ausgerastet. Er hing halt total in der Luft, weil sie ihn aus der Bank rausgeschmissen haben. Herr Gerber hat einvernehmlich gekündigt. Nee, der musste gehen. Sein Chef hat ihn vor die Türe gesetzt. Sie können ja dreimal raten, warum. Sagen Sie es uns. Weil er was mit der Frau vom Chef gehabt hat, deshalb. Hat Herr Gerber das so gesagt? Nee, der hat überhaupt nichts gesagt. Dann habe ich eine Mahnung gefunden. Die Raten für die Wohnung, da war er im Verzug. Matthias hat sich total aufgeregt, weil ich in seinen Sachen rumschnüffel und dann hat er mir irgendwas von Mobbing erzählt. Aber ich meine, warum sollen die denn wegmobben? Zur Einweihungsparty von seiner Wohnung hat sein Chef von ihm geschwärmt. Hat gesagt, Matthias sei wie ein Sohn für ihn. Gab es denn Beweise für ein Verhältnis zwischen Liane Schörting und Herrn Gerber? Ja, hat er mit ihr telefoniert. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, dass sie sich unbedingt treffen müssen. Sie waren eifersüchtig. Ja, aber deswegen bringe ich doch niemand um. Frau Günther, dagegen sprechen Ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Und dass Sie verreisen wollten. Rico? Nein. Kannst du bitte meine Buchung für mich checken? Geht grad nicht. Ich brauche den ganzen Saft hier, um den anamorphen Algorithmus zu knacken. Geht's auch auf Deutsch? Eine ziemlich komplizierte Verschlüsselung. Hm. Was heißt das? Danke. Frau Günther, das passt doch nicht zusammen. Sie vermuten, dass Herr Gerber ein Verhältnis hat und buchen eine gemeinsame Luxusreise. Das mit der Reise war ja vorher. 7.500, die hatten sie einfach so. Das waren meine Ersparnisse. Matthias hat mich gebeten, das Geld für die Reise vorzuschießen. Und hat gesagt, dass ich es zurückkriege. Wie das denn? Er war vollkommen pleite. Da hat er irgendeinen großen Deal vor. Was für ein Deal? Ein Bankgeschäft, Aktien, ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall hat er wirklich alles dafür riskiert, sonst hätte er doch nicht 20.000 Euro geliehen bei diesem schmierigen Typen. Mike Dollar Donut. Ja, das ist der Grund, warum Matthias mich geschlagen hat. Was siehst du? Buchstaben, Zahlen, Gekritzel. Und wenn man es jetzt auf die richtige Größe bringt? Die Spannung steigt. Das hier ist unsere aufgeblasene Datei. Sieht aus wie eine ganz normale Bilderdatei. Wenn man sie jetzt aber entschlüsselt, also die Luft rauslässt. Sind wir hier bei der Arbeit, oder? Das ist ein anamorpher Algorithmus, Herr Kaiser. Vielleicht sollte hier mal wieder gelüftet werden. Wertpapierdepot, Kennnummer 829173. Auf Annette Günther,
über 175.000 Euro. Das blaue Auge hat Ihnen Herr Gerber wegen des Wagens geschlagen. Ich dachte, der bringt mich um, so hat er getobt. Aber was hätte ich denn machen sollen? Dieser Donat hat einen Vertrag mit Unterschrift dabei. Also habe ich ihm die Papiere und die Schlüssel gegeben. Natürlich war ich wütend, aber deswegen bringe ich doch niemanden um. Sind 175.000 Euro Grund genug? Ein Aktiendepot auf Ihren Namen, angelegt beim Bankhaus Schörting, aufgelöst am 14. des Monats. Wo ist das Geld? Das ist doch Quatsch. Ich habe kein Depot. Frau Günther, Sie bleiben wegen des dringenden Mordverdachts an Matthias Gerber bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Hier geht's um viel Geld. 175.000 Euro, gebunkert bei Frau Günther, von denen sie angeblich nichts weiß, verschwinden spurlos. Gerber verpfändet sein sündhaft teures Auto für läppische 20.000 Euro für irgendein Bankgeschäft. Und Annette Günther hebt ihre gesamten Ersparnisse ab und kauft eine Luxusreise. Offen ist auch noch, warum Gerber tatsächlich die Bank verlassen musste. Also die Schottings haben uns auf jeden Fall nicht die Wahrheit gesagt, was den letzten Fall angeht. Du hast doch die Telefonate alle überprüft. Klar. Fester zum Handy. Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb Gerber so einen Aufstand wegen des Wagens gemacht hat. Er hat ein zweites Handy im Auto. Ach, das hätte Mike ihm doch auch gegeben, ohne ihm Finger zu brechen. Wir müssen die Bank noch mal überprüfen. Wieso? Es geht um ein dubios aufgelöstes Aktiendepot. 175.000 spurlos verschwundene Euro. Wenn das mal kein Mordmotiv ist. Vielleicht für Annette Günther. Bevor wir hier bei der Staatsanwaltschaft mit einem Antrag auf Aufhebung des Bankgeheimnisses gewaltige Wellen schlagen und uns dann das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe steht, sprich doch noch mal mit Dr. Schörting. Vielleicht ist er im Einzelfall bereit, Auskunft zu erteilen. Ist doch ein Einzelfall, oder? Es war die einzige kodierte Datei auf Gerbers Computer. Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein Typ wie Matthias Gerber so ein schweineteures Programm zulegt, um eine einzige Datei damit zu verschlüsseln. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Da müssen irgendwo noch mehrere sein. Das ist jetzt eine Ermessensfrage. Es wäre schön, Sie gäben uns Auskunft zu diesem Vorgang. Ansonsten müssen wir die Staatsanwaltschaft um Aufhebung des Bankgeheimnisses ersuchen. Meinetwegen. Herr Schörting, Ihr Auftragstermin. Ja. Ihr Warten wartet. Sie müssen los. Welches Datenverschlüsselungsprogramm verwenden Sie eigentlich? Omega Safe. Wieso fragen Sie? Können Sie mir erklären, wie eine damit verschlüsselte Datei bei Herrn Gerber auf den privaten Rechner geraten ist? Da ist sowieso vieles Illegales passiert. Herr Gerber hat seine Vertrauensstellung dazu benutzt, mit Kundengeldern zu spekulieren, die er dann auf dieses Depot eingespeist hat. Über welchen Zeitraum? Ein knappes Dreivierteljahr. So etwas ist so lange unbemerkt bei Ihnen möglich? Ja. Es ging um Entscheidungen im Tagesgeschäft. Die bedürfen keiner besonderen Genehmigung. Wann haben Sie diese Manipulation bemerkt? Die habe nicht ich bemerkt, die hat meine Frau bemerkt. Ich habe Herrn Gerber blind vertraut. Wissen Sie, während der Kunde in dem Glauben war, sicher zu 5% investiert zu haben, hat Herr Gerber hochspekulativ und riskant angelegt, mit bis zu 20% Gewinn. Diese Differenz hat er in diesem besagten Depot in Aktien angelegt, bis er sich verspekuliert hat. Und wir haben sofort die Konsequenzen gezogen. Wie hoch war der Verlust? 2,8 Millionen. Den größten Teil konnte Herr Gerber selbst ausgleichen mit den Aktien und auch Privatvermögen. Den fehlenden Betrag hat die Bank beigesteuert. Sie haben unsere Ermittlungen behindert, ist Ihnen das klar? Wenn etwas davon an die Öffentlichkeit gekommen wäre, wäre unsere Bank ruiniert gewesen. Sie haben auch einen Straftatbestand einfach unter den Teppich gekehrt. Und Sie haben uns angelogen. Sie haben behauptet, dass Sie vor 4 Wochen das letzte Mal mit Herrn Gerber Kontakt gehabt hätten. Interessanterweise hat er aber noch 2 Tage vor seinem Tod mit Ihnen telefoniert. Worum ging es dabei, Frau Schörting? Ich habe mit ihm telefoniert. Es ging um seine Referenzen. Sie entlassen Herrn Gerber, weil er sich des Betruges schuldig gemacht hat und erzählen uns was von Referenzen? Wir haben diese korrekte Form gewählt, um kein Aufsehen zu erregen.
Wann haben Sie sich mit Matthias Gerber getroffen? Gar nicht. Wir haben uns entschlossen, ihm das schriftlich zuzusenden. Wo waren Sie beide Dienstagabend zwischen 19 und 21 Uhr? Heißt das, Sie bringen uns in irgendeiner Weise mit dem Fall in Verbindung? Sie können so eine Verbindung gerne durch ein Alibi ausschließen. Wir waren hier. Geschäftszeit ist bis 20 Uhr, dann die Nachbereitung. So gegen 21 Uhr waren wir zu Hause. Auf Wiedersehen. Rainer, fahr ab. Das Erwarte-Auto, das darf nicht bewegt werden. Ich hol doch nur was raus. Hast du einen Tipp für das Spiel am Wochenende? 7:1. 7:1? Das schaffen die Kickers nie. Auswärts. Das sind nicht die Tore, das ist die Quote. Also ich wette nie. Deshalb bringst du es auch zu nicht. So wie du, weil du wettest. Hey, was ist das? Das muss erfasst werden. Das hier ist die SIM-Karte des Autotelefons. Und wer du die erfasst, teste ich den Wagen. Das ist Musik! Ist das nicht ein asserviertes Fahrzeug aus einer laufenden Ermittlung? Ich hatte den Verdacht. Wollen Sie unser fragiles Vertrauensverhältnis wirklich durch eine der ältesten und dümmsten Ausreden gefährden? Verbotene Substanzen im Auspuff? Schlüssel. Niemals. Passen Sie darauf auf wie auf Ihren Augapfel, Herr Sonntag. Schönen Tag noch. Das war das letzte Mal. Du machst mir meine Pension nicht kaputt. Raus! Das sind jetzt hier die Telefonate, die Gerber mit seinem Autotelefon ausgeführt hat. Sonst war nichts im Auto? Nein. Also hat er deswegen so einen Aufstand gemacht. Reger Gesprächsverlauf mit der Bank. In der Tat mehr als das eine Gespräch, das Annette Günther erwähnt hat. Eine Menge mehr. Die Grünen hier, das sind die ausgehenden Telefonate von Gerber. Das war jedes Mal die Bank. Kannst du auch feststellen, wen er da angerufen hat? Immer direkt war von Dr. Schörting. Und die Roten hier, das sind die eingehenden Telefonate, das war auch immer Schörting. Die beiden hier, die kamen von seinem Büroanschluss aus, aber der hier, der kam von seinem Handy. Und wieso liegen die fast aufeinander? Ich habe eben geprüft, wo die Handys eingeloggt waren. Und das war hier an der alten Messe. Na, das ist ja ein dicker Hund. Die haben sich doch getroffen. Ja, lass uns mal hinfahren. Und was sollen wir ihm beweisen? Dass er sich 2 Tage vor Matthias Gerbers Tod mit ihm auf der alten Messe getroffen hat? Sonst nichts. Es gibt keine telefonische Verbindung in Gerbers Wohnung. Nein. Jedenfalls kein stichhaltiger Beweis. Gerbers Wohnung und die Privatwohnung des Schörtings liegen im Bereich desselben Knotenpunkts. Und wann war Schörting am Tatabend da eingeloggt? Um 20.43 Uhr. Aber wenn der Schaden, den Gerber angerichtet hat, größer war, als Schörting uns weismachen wollte, dann wäre das doch auch ein Motiv. Allerdings. Nico? Komm, mach Schluss für heute. Das ist das Sicherheitsnetzwerk der Bank. Da in die erste Stufe reinzukommen, war kein Problem. Was spielst du? Joe, die Bank benutzt genau das Verschlüsselungsprogramm, das auch Gerber benutzt hat. Gut, das kennen wir ja schon. Du meinst, er hat noch mehr runtergeholt? Könnte doch sein. Aber ich komme nicht weiter. Was ist denn mit Gerbers Laptop? Den hast du doch gecheckt, oder? Der kann die Daten ja sonst irgendwo gespeichert haben. Auf dem Stick, auf einer externen Festplatte, auf einer CD, auf einer DVD. Die CD, pass mal, schau mal. Die CD-Sammlung aus seiner Wohnung, hast du die schon gecheckt? Ja. Nee, ich habe ja gar keinen Grund. Jetzt hast du einen. Hallo? Was ist denn hier los? Ja, gleich.
Was habt ihr gleich? Eine ganz heiße Spur. Letzte Chance, nicht du und ich. Ach, und diese heiße Spur führt euch in die deutsche Schlagerlandschaft. Lass mal einer ausmachen hier. Ja? Gerber hat wahrscheinlich noch mehr Daten aus der Bank geholt, als wir bislang angenommen haben. Und Rico hatte die Idee, dass er sie vielleicht auf eine CD gebrannt hat. Ja, das sind alles CDs aus Gerbers Wohnung und auch aus dem Wechsler in seinem Auto. Ich bin nicht gefahren. Das war's. Letzte Chance. Vorbei. Moment. Moment. Friedemann, lass mich das machen. Ich verwehre den Zugang zum Fahrerraum auf ausdrücklichen dienstlichen Befehl. Ja, was muss ich jetzt drücken? Den Knopf da links. Den Knopf dreht man aber. Drück ihn. Hey, die Schnelle der Fassung ist es. Die ist noch nicht erfasst! Ja, was ist jetzt daran so verdächtig oder belastend? 45 Konten in Liechtenstein mit einem Gesamtvolumen von über 300 Millionen Euro. Illegal an der Steuer vorbei ins Ausland verschoben. Es liest sich wie ein Huishu aus der Region. Ja. So verliert man Freunde. Ich informiere die Staatsanwaltschaft, lassen Sie die Schottings verhaften. Keine Ahnung. Aber ich habe eine Idee, wie wir es vielleicht rausfinden. Herr Dr. Schölting, kommen Sie bitte mit. Unsere Kollegin Frau Badosi kommt gleich zu Ihnen. Und wann hat Herr Gerber begonnen, Sie mit den illegalen Konten in Liechtenstein zu erpressen? Eine Woche nach seiner Entlassung. Er wollte 15 Millionen. Sie haben mehrfach miteinander telefoniert. Sie haben sich sogar getroffen. Was war denn das Problem? Wollten Sie nicht zahlen oder konnten Sie nicht zahlen? 7,5 Millionen konnten wir kurzfristig freimachen. Mein Mann ist damit zu Gerber gefahren, der hat abgelehnt. Alles oder nichts. 15 Millionen. Entweder ich zahle an dem Abend oder er sucht sich einen neuen Kunden. Ich habe ihn gebeten. Ich habe ihn angefleht, doch bitte zu warten. Dann wusste ich mir nicht anders zu helfen. Da steht so ein junger, gieriger Schnösel, den ich behandelt habe wie meinen eigenen Sohn, und sagt mir eiskalt ins Gesicht, dass es ihm ganz egal ist, ob er mein Leben ruiniert. Und das meiner Frau. Sie haben Herrn Gerber erschlagen. Ja. Weil er Ihnen das offen ins Gesicht gesagt hat. Ich werde das Grinsen nie vergessen. Ich wollte es ihm aus dem Gesicht schlagen. Und ich habe es getan. Wie hat sich das denn genau abgespielt? Wenn Sie das waren, warum haben wir denn dann keine Fingerabdrücke auf dem Aschenbecher gefunden? Ich habe Handschuhe getragen. Jetzt haben Sie mein Geständnis. Das müsste Ihnen doch reichen, oder? Was ist mit meinem Mann? Wo bringen Sie ihn hin?
Ich nehme an, er hat gestanden. Das macht wohl lebenslänglich für ihn. Heißt das, ich kann gehen? Na, was soll's denn hingehen?